Vorschau Nummer 13 von Graveyard Keeper with Stranger Sins and Games of Crone oder Game of Crone. Wir haben geschlafen, wir haben wieder volle Energie und gehen los und haben Nacht. Ja, okay. Irgendwas wollten wir letztens bauen, da brauchten wir noch einen Balken für. Holzstapel? Nee, hier war es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das müssen wir vielleicht nochmal erstmal rausfinden. Irgendwo war das, aber ich weiß nicht mehr wo. Hier war es definitiv nicht. Platz für den einen Bärenstrauch, Platz für einen Apfelbaum. Ah, jetzt fehlt uns nur noch der Apfelbaumsetzling und der Bärenstrauchsetzling. Dann könnten wir das schon mal hier machen. Ja, hier haben wir jetzt Ernte frisch das Dingens gemacht, aber wir hatten, glaube ich, nicht genug Samen. Hier war auch nichts mit dem Balken. In unserer Kiste ist ja nicht genug Samen drin, ne? Nein. Wir müssten also einen Rübensamen haben, einen Kohlsamen haben und Karottensamen und Hanfsamen brauchen wir sogar 4. Okay, das ist jetzt blöd gelaufen sozusagen. Hier sind wir durch sozusagen. Gucken wir mal hier bei Gary vorbei. Gary wollte immer noch den Wein haben und er wollte Öl haben. Das Öl gibt's beim Dingens, beim Händler. In der Kneipe, glaube ich. Warte, lassen wir nochmal genau das Symbol angucken. Das ist so eine Korkenflasche, eine bauchige Korkenflasche. Hier. War nichts, was wir da mit dem Balken machen wollten. Mal das hier drin. Hier ist nichts. Gut. Da links. In der Kirche kann man auch nichts machen. Gibt es nur 2 Bänke hier. Kriegt man den Glauben. Hier, ah doch, da kann man beten. Okay, das Gebet ist bei der Sonne dafür zuständig. Da war nichts. Das war es im Keller, wo das war mit dem Balken. Ich guck's jetzt nach. Arbeitstisch. Ist jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend. Ist da noch was drin? Beschleunigungspuder, Rezeptschnelligkeitstrank, Blut und Chaoslösung. Das ruinierte Papier, können wir das nicht bearbeiten? Aber nicht hier. Braucht noch Tinte und sowas, ne? Aber hier kann man das Buch nicht bearbeiten. Wähle eine Ressource. Wenn ich das mache, kriege ich... Ach, da brauche ich noch Glauben für. Und dann kann ich das untersuchen. Wenn ich die Rüben mache, also ich brauche immer diesen 2 Glauben und Forschung hätte ich 2 Punkte. Dann kann ich das vielleicht erforschen. Ah, hier brauche ich den Balken. Gefertigt an Kreissäge. Gut. Ja, dann gehen wir da mal raus. Wir brauchen da den Balken in der Katakomben der Kirche. Dann müssen wir gucken, dass wir eine Kreissäge finden. Haben wir eine Kreissäge? Weiß ich gar nicht. Glaube noch nicht, ne? Ja, dein Öl habe ich immer noch nicht. Das wird wohl noch Jahre dauern, bis wir das hinkriegen. Haben wir hier eine Kreissäge? Nein. Das ist hier nur eine Säge, ne? Holzscheit. Warte, dann können wir da oben in die Kiste, in den Blaupausenschrank gucken. Da wird es wahrscheinlich dann die Kreissäge geben, ne? Steinschneider, Steinvorrat, Hof vergrößern. Werkbank für Holz, Holzhackplatz. Hölzerner Amboss, Ofen. Eisenerzlager, Kiste. Ja. Ofen haben wir auch schon da. Stellt sich mir die Frage, wo ich das mit der Kreissäge herkriege, den Balken. Gute Frage, ne?
Sammeln mal die Bären hier gerade weg. So. Wo gehen wir hin? Jetzt holen wir uns gerade schnell beim Bauern die Samen, damit wir noch was pflanzen können. Ich weiß nur nicht mehr, welche ich drei brauche und ein. Also von der Rübe brauche ich auf jeden Fall ein. Von den Möhren glaube ich auch ein und von den Dingens auch ein. Hanf brauchen wir glaube ich drei. So war das. So, handeln. Wir brauchen definitiv einen Kohlsamen. Und Karottensamen brauchen wir auch einen. Und Weizensamen brauchen wir einen. Und ich glaube, hiervon brauchen wir einen Kohlsamen, Karottensamen, Weizensamen. Ich glaube, Weizensamen haben wir gar nicht. Dann nehmen wir drei, dann haben wir vier. Hanf gibt's hier, glaube ich, nicht. Ah, da will ich hier sogar was kaufen. Ich könnte Rüben verkaufen. Da gibt es 42 für. Minus 26. Wird hier noch abgezogen wahrscheinlich. ...89 habe ich jetzt nur noch. Gut. Holz will der auch haben. Für 3. Für 6. Machen wir mal nicht. Und die Rüben? Wer wollte denn die Dingens haben? Habe ich jetzt die Rüben verkauft? Und den wollte doch hier bestimmt der Kaufmann haben, ne? 12 Rüben und ich habe sie gerade hier verkauft. So ein Shit. Macht zu jeder Tageszeit Geschäfte außer zur Essenszeit. Aber er ist da nur da, wenn dieses Symbol da ist. Oder wie sehe ich das? Naja, ist nicht schlimm. Wir sehen ja noch welche an. Und sollten wir vielleicht gerade auch tun. Dann lassen wir überlegen. Wir wollten noch was machen. In die Kneipe vielleicht gehen, aber in der Kneipe weiß ich nicht, was der da alle haben möchte. Was wir in der Kneipe verkaufen können, ist die Frage, ne? So, jetzt gehen wir die Samen erstmal holen. Okay, da ist auch was fertig geworden. Rübensamen, ich nehme mal gerade alles. Ich habe von allem jetzt 4. Haben wir richtig gemacht, bis auf den Hanf. Effekt bei Benutzung 2 Energie. Kann ich das essen, oder was? Schmeiß das wieder weg. Ich weiß nicht, ob wir an diesen Stangendingern da auch noch was machen können. So, Rübensamen fertigen. Und Kohlsamen fertigen. Und Karottensamen fertigen. Haben wir. Hier können wir auf jeden Fall den Dunk dran machen. Oder Torf. So, dann wird da schon mal was. Der Cabbage hier, der Salat ist fertig. So, dann... Aha, 3 von 4. Ich glaube, sonst waren es nur 2 von 4, oder? Kann das sein? Fertigen. Aber wir können den Weizen hier noch anpflanzen. Dann machen wir das doch mal. Okay, das geht. Oh, die Möhren sind schon fertig. Fertigen. Pflanzen. Ach, da kann man sogar noch mehrfach düngen. Okay. Ich habe das jetzt zweimal gedüngt. Wenn es denn geht. Das geht nicht. Karottensamen gehen. Das ist noch nicht fertig. Da können wir auf jeden Fall den Dung draufschmeißen.
Fertigen. Kann ich da immer nochmal Dung draufschmeißen? Ja, man kann Dung draufschmeißen. Ich habe jetzt doppelt gemacht mal. Vielleicht habe ich hier unten rechts und unten links doppelt. Diese drei sind einfach gedüngt. Dann müssen wir mal gucken, was da rauskommt. Schon recht dunkel, ne? So, Säge war nix. Energie ist noch hoch, das heißt, wir können nochmal lostigern. Mitternacht ist gleich. Wir haben zurzeit dieses Symbol da. Wer macht das Symbol mit dem Pfeil nach oben? Der Inquisitor. Brennholz 20 und 10 Flugblätter. Ja. Die Flugblätter sind das größte Problem erstmal, ne? Da laufen zwei Wachen lang. Kann man nicht mitreden. Ah, da läuft der Inquisitor schon weg. Ich kann auch, doch, da konnte ich noch mit dem reden. Nicht jetzt, mein Sohn, sagt er, oder? Genau. Okay, dann war es das nicht. So, er braucht immer noch das Siegel. Und ich könnte hier bei ihm Holz verkaufen. Ich tick das mal raus und hoffe, dass ich hier... Ich muss mal gucken, wie das mit dem Rang hier ist. Wie? Ja, es ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich weiß nicht, aber... Tut sich hier was? Rübenscheiben gibt's hier. Rüben will er aber auch gar nicht heim. Er will nur das Holz haben. Handel. Kann ich den nach dem Rang kann ich dann noch sehen? Aber das ist nicht mehr geworden, ne? Und die Pulle mit dem Öl, ich glaube, die ist hier hinter versteckt. Ja. Gucken, was ich da hinkriege. Kann ich was kaufen? Also bestimmt kann ich was kaufen. Zwiebelringe, Omelette, Fischsuppe, Rübenscheiben, Karottenschnitzel, Brot, eine Schüssel Kürbis, Linsen, Sauerkraut, Fischnuggets, Lachs, Ruhestein. Was ist denn der Ruhestein? Weiß ich nicht, aber da kann man vielleicht abspeichern. Oh, der kostet 2 Silber, das Ding. Wow, das sind wir natürlich nicht. Ein Humpen Bier. Gibt Herzen und Energie. Das ist Zombie-Brauerei und das auch. Das ist beides ein Humpen Bier, das ist Premium-Pilz, ne? Ja, 15. Rübenscheiben gibt 18, die können wir vielleicht auch selber kochen irgendwo. Brennholz hat er nicht, will er immer haben. Was ist das? Fleischpaket. Ja, weiß ich dann auch erstmal nicht. So, wer war hier? So ein Pech, nicht heute. Und er war hier noch mit dem Papier. Gib ihm Tinte, gib ihm das Papier. Gehen. Kann ich mit Madame schon was sprechen jetzt? Okay. Und mit ihr kann ich auch handeln. Die hat Rezepte. Okay, aber 8, 30, 5, 30, 2 und 1. 1 könnte ich mir sogar leisten. Da könnte ich Pasteten backen. Ich glaube, Pasteten backen wir mal nicht. Keine Ahnung, wofür es gut ist oder schlecht ist. So. Hier ist jetzt gerade nichts los.
Niemand steht draußen. Den Fisch, den ich brauche, kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Da brauche ich erst Köder für. Die Mücken weiß ich aber nicht, wo ich die herkriege. Wahrscheinlich im Sumpf irgendwo. Die Eier kriegt man so gehandelt, ne, oder? Federn gibt es da auch noch. Da kann ich dann Omelette selber machen, ne? Ist erstmal gut. Lassen wir erstmal. Da ist die Angelstelle. Gehen wir doch mal angeln, oder? Wie war das jetzt? Ich glaube nochmal E drücken, damit der Pfeil dann hochkommt, oder? Jetzt haben wir es schon, super. Gucken wir, dass wir da auch noch was kriegen. Aber ich glaube, ich kriege da immer den gleichen Fisch, ne? Immer ein Grundling. Gucken wir mal, dass wir vorne nochmal versuchen. Ist immer der Grundling, glaube ich. Ich brauche einen Köder, damit andere Fische anbeißen. Gute Frage, ne? Arbeit nicht beendet. 3 Stück davon wieder. Ja, was kriegen wir da raus? Das ist die Frage. Eigentlich nichts, ne? Da kann ich es nur zerstören, das Buch. Rüstung und sowas haben wir auch noch nicht. Hier oben war der Typ, der will diese Dingens haben. Machen wir gerade die Karte auf. Hier gibt es Holzfälle. Ah, vielleicht kriegen wir hier beim Sägewerk den Holzbalken. Aber wir sind schon hier. Wir müssen also dahin. Müssten wir eigentlich hinterm See her können, oder? Hat er, aber er ist jetzt natürlich nicht da, ne? Ist klar. Das ist der Schreiner. Da steht jemand. Handeln, was kriegen wir von ihr? Käse. Milchkrug, einmal mit Milch, Käse oder Butter. Ist jetzt nicht das, was ich brauche. Die Bären sind immer gut. Dieser Person kann ich nicht sprechen. Wir müssen jetzt gucken, dass da einer rauskommt, ne? Hier ist ein schöner Garten. Ah, da ist er ja. Handeln. Kriegen wir einen Balken zusammen? Ne, der hat gar keinen Balken. Aber er kauft das andere alle auf. Da gibt es dann auch einen Balken. Zack. Stöcke, alles weg. Ne, das will ich behalten. Das ist mir zu wertvoll. Ah, jetzt haben wir hier gesehen, dass das hochgegangen ist. Also wir müssen was verkaufen, damit wir den Rang erhöhen. Gut. Habe ich mit dem je gehandelt? Torf. Und der will Ernteabfall haben. Da kriege ich Geld durch. Ja, komm, nehmen wir. Damit wir das aus dem Inventar los sind. Das war auf dem Bauernhof. Gut, so sind wir wieder ein paar Sachen losgeworden. Jetzt müssen wir mal gucken, das war vielleicht... das ist der Beekeeper. Das wäre jetzt nicht so interessant.
Hier geht der Weg noch hoch zum was? Weiß ich gar nicht mehr. Links ist der Müller. Wer ist das? Ach, hier ist Steinmetz. Auf jeden Fall kann man hier was kaufen, aber wir können hier nichts kriegen von dem, also... Hier kann ich auch nichts abbauen. Okay. Aber hier kann man durchgehen. Krass. Hier ist der Müller. Vom Müller kann ich aber nur Mehl kriegen, ne? Mehl. Dafür müssen wir Weizen hier hinliefern. Das kriegen wir aber auch. Das sind wir ja schon am Anbauen. Ich weiß nicht, ob wir da oben rumgehen können. Wir können das ja mal checken. Ja, können wir nur rumgehen wahrscheinlich. Um den Hexenhügel kommen wir sowieso nicht. Gefertigt am Sägewerk. Lass mal gerade hier beim Hexenhügel checken, was wir da noch machen können. Nix. Auch nix. Können wir hier was abbauen? Ah, da brauchen wir eine Technologie für. Das Marmor oder was? Hier ist eine zerfallene Hütte. Können wir aber auch nichts rausmachen. Da geht hier nichts. Da ist ein Grab. Okay. Reparieren wir mal den Gradstein. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber machen wir mal. Sieht doch schon besser aus, oder? So, jetzt sieht das Grab schon besser aus. Ist gepflegter. Wer weiß, wofür es gut ist. Kann ich noch nicht? Kann ich noch nicht. Hier komme ich wahrscheinlich nicht weg, nur über die Schranke. Ist klar, ne? Gut. Inventarmäßig. Können den ja Rüben Möhren. Möhren haben wir 12, okay, aber das müssten wir ja erstmal für den anderen noch haben. Die können aber Bären haben und vielleicht gucken wir nach dem Fisch, dass wir den noch fertig kriegen. Es ist schon dunkel hier. Hanf ist hier drin, Wasser und die Maden. Ich nehme die Maden mal mit, weil ich weiß, wofür es gut ist. Das ist alles noch nix. Kann ich auch noch nicht pflanzen. Okay, das wächst noch. Machen wir 4 Stück davon. So, Holzfeuer braucht das wahrscheinlich dann noch. Haben wir aber kein Brennholz dabei. Ah, einer geht nur. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir Brennholz machen. Kriegen wir noch mehr Brennholz hin? Ich glaube ja, ne? Weil das war auch eine gute Quelle beim Händler zu verkaufen, glaube ich.
Hier brauchen wir es natürlich auch, ne? Ne, weiß ich jetzt nicht. Ah, jetzt läuft's erst. Warte mal. Ne, geht jetzt nicht mehr. Ich hätte es so hochstufen sollen. Hier ist aber noch Holz drin. Das nehmen wir noch mit. Ach, Erz haben wir sogar auch noch hier. Ein Grabstein gibt es sogar auch noch. Metallschrott. Ach, guck mal, an Mehl haben wir schon mal gekauft. Die Bären nehmen wir mal mit und gucken, ob wir den Flüchtlingen das geben können. Aber wahrscheinlich sind die Bären denen nicht gut genug. Gehen wir gerade rein und gucken mal, was mit dem Essen noch geht. F, ach so, das muss noch abgearbeitet werden. E. Eine Schüssel Sauerkraut. Weißes Fischfilet machen wir erstmal. Hätte ich natürlich gleich drei machen können. Dann lass uns erstmal das Fischfilet machen. Ich krieg das Blaue gar nicht da hoch, ne? Das ist jetzt nicht so dolle, oder? Hoher Aufschnitt. Okay. So, jetzt ist Energie alle. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Energie haben wir jetzt wieder. Jetzt können wir ein bisschen arbeiten. So, jetzt eh kochen. Bärensaft, da brauchen wir noch rote Äpfel für. Grüner Schleim, Bärensaft. Okay, das geht nicht. Dafür brauchen wir ein Brot, gebratenes Fleisch und das. Haben wir gemacht. Brotstick für ein Sandwich. Hier bräuchte man nur noch Salz für, dann können wir das Sauerkraut machen. Okay, da können wir nichts mehr machen. Hier geht ja auch noch was. Ja, das war jetzt wieder mal falsch, ne? Haben wir hier noch was anderes in dieser Kiste? Ah ja. Hier gibt es zum Beispiel Glaube. Der Wärterschlüssel, weiß ich auch noch nicht, wo ich den machen soll. Hohen Aufschnitt nehmen wir mit. Den Fisch nehmen wir auch wieder mit. Ach guck mal, hier haben wir noch ganz viele Möhren. Die nehmen wir auch mit. Ja, das braucht jetzt noch länger. Dann gehen wir erstmal zu den Flüchtlingen und gucken, was wir da kriegen, ne? Oder auch nicht kriegen. Wo sind die Zelte? Wo sind die Zelte? Was steht da? Okay. Baumsägewerk. Aha, da kann man hier was bauen. Wahrscheinlich. So, da gibt es einen. Der spricht aber nicht mit uns. Ah, er möchte mit uns sprechen. Okay. Leben lange, niemand weiß, ob er nicht das nächste ist. Der Atmosphäre anwächst immer weiter. Sie haben zu viel Angst für ihre Sicherheit. Zahlen sie hohe Bestechungsgelder, aber die Sicherheit ist nur vor kurzer Dauer. Aber nein, gerne gibt es hier keine mögliche Flucht, außer vielleicht unserem Lager.
Könnt ihr keinen Flüchtlinge aufnehmen? Ich würde diesen Leuten wirklich gerne helfen, aber unser Lager ist so klein. Und ich könnte ein zusätzliches Zelt bauen. Das wäre toll, es würde aber auch bedeuten, dass wir einen Brunnen brauchen, sonst verdursten die Leute. Ah, neue Aufgabe. Baue einen Brunnen. Sehr schön, ja. Und jetzt, eines Tages werden wir zurückkehren und die werden ihr Verbrechen bezahlen. Ich kann versuchen, es zu sagen. Natürlich bin ich kein Spezialist, aber ich habe davon gelesen. Es gibt da ein paar Mechanismen und ein paar Manager, stellst dir als schwierige Spielchen vor. Wenn du es so betrachtest, dann hast du es schon fast geschafft. Der Rest ist eine Logik. Aha, wie funktioniert dieses Lager? Frage nach Qualität, Frage nach Zufriedenheit, Frage nach Flüchtlingsglück, Frage nach Essen und Trinken. Das Flüchtlinge können sich selbst um ihre Grundbedürfnisse sorgen, aber das reicht nicht für Zufriedenheit aus. Sie werden nicht verhungern, aber das reicht nicht für die Lagerentwicklung. Du könntest beispielsweise regelmäßig den Lagerhaus mit Essen und Wasser befüllen. Pass bitte auf, dass das Lagerhaus niemals leer ist. Na dann. Wie funktioniert das Lager? Tutorial Flüchtlingslager. Okay. Die meisten Gebäude im Flüchtlingslager erhöhen die Lagerqualität. Flüchtlinge generieren Zufriedenheit aus Essen und Wasser. Zufriedenheit durch die Lagerqualität, die in Flüchtlingsglück umwandelt. Flüchtlingsglück wird für neue Gebäude, neue Flüchtlinge gebraucht. Okay, das heißt, ich muss erstmal denen das Essen besorgen. Und jetzt ist das Lager hier rechts. Öffnen. Lagerhaus, gut. Wasser habe ich jetzt leider nicht mitgenommen. Zack, der kriegt jetzt die ganzen Bären. Und das Fischzeug auch. Ach, das Fleisch ist ja noch drin unterwegs. Ist jetzt hier noch irgendwie was? Trinken fehlt uns auf jeden Fall. 27,7. Nee, das lassen wir hier drinnen jetzt. Also die Bären bringen ja auf jeden Fall... Ach, das Fisch bringt gar nichts. Wird ja nichts angezeigt. Dann können wir das auch wieder mitnehmen. Aber hier sind es 5 Energie. Ja, okay, dann ist das erstmal so. Kann ich mit dem nochmal sprechen? Ich habe denen nichts zu sagen, Wärter. Okay, das heißt, wir können wieder gehen. Ach, guck mal, da oben ist der Schrank mit den Blaupausen. Dann kann ich hier bestimmt den Brunnen finden. Ich brauche 12 Stein und Flüchtlingszufriedenheit 3. Wohnzelt. Also die Steine brauchen wir dann erstmal und Dingens, das Zelt. Okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Essen haben wir die Bären erstmal reingelegt, da sollen sie erstmal glücklich mit werden. Obwohl, wie lange das reicht, weiß ich nicht. Ja, gut. Haben wir das erstmal. Weiter Weg hier runter. Nehmen wir noch die Bären hier mit. Da auch noch. Und da gibt es auch noch Bären. Gut. Kaputte Bienenstock kann ich aber nicht reparieren. Steht leider noch nicht wie. Da sind irgendwo keine Bären. Okay. Haben wir das schon geklärt. Was können wir hier machen? Können wir da kochen? Ja. Was gibt's denn hier zu kochen? Oh, gebratene Pilze gibt es. 3 Effekt bei Benutzung. 5 Effekt bei Benutzung. Aber da brauche ich 5 Pilze. So viele habe ich gerade, glaube ich, nicht. Aber da wissen wir, die kann man hier auch überall finden und dann kann man die kriegen. Ja, hier war ja erstmal nix. Gut. Das Eisen nehmen wir noch zu. Und dann machen wir hier nochmal... ...15. Und hier... ...15.
Passiert da jetzt was? Nö. Ich kann wieder nur einen machen. Läuft. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Runde aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, dann können wir darüber reden, was wir hier noch so machen. Und das Video könnt ihr natürlich auch gerne auf anderen Kanälen teilen. Ne? So, jetzt machen wir hier aber noch gerade das Feuer da an. Einer zu viel. Irgendwie klappt das nicht. Scheinbar, weil hier nicht genug Holz ist. Lass uns mal gerade nochmal durchgehen. Ah, guck mal, den gebratenen Fisch, den können wir auch machen. Dann gibt es dann auch Energie. 18 sogar davon. So, da laufen erstmal 3. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ja, wir müssen noch abspeichern, ne? Das ist immer die Sache. Wer weiß, was danach passiert, dann kann ich euch das auch noch zeigen. Den Balken hier gerade voll tanken lassen. Wenn er ausgeschlafen ist, dann ist alles gut. Ich bin nicht müde, alles klar. Der Fisch ist über Nacht fertig geworden, den nehmen wir gerade noch mit, ne? Und wir haben wieder keinen Platz, alles klar. Bis zur nächsten Folge, macht's gut. Ciao.